Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu H1Z1. Und ich bin natürlich nicht alleine in der Apokalypse. Neben mir steht nämlich Mina. Hallo. Dann sind es Hiro auf dem Weg, hoffentlich in unser Städtchen. Ich versuche mein Bestes, ja. Und Fresh Fries bezirzt andere Mitspieler, dass er nicht getötet wird. Und töte sie dann selbst. Ja, ich natz dich, tauch dann auch im Laufe der Folge noch auf, der ist nur Raucherpäuschen machen. Und in der letzten Folge, die du sehen kannst, nicht bei mir auf dem Kanal, sondern bei Mina, siehst du, was für ein Gebäude wir uns rausgesucht haben für die... Für die Base. Für unsere Basis, genau. Also musst du bei Mina auf dem Kanal gucken, Link unten, Videobeschreibung, bla und so, ne? Da ist es in der vorherigen Folge, da haben wir das Haus gefunden und jetzt wollten wir die Stadt durchsuchen. Ja, ich glaube, hier ist auch nichts drin. Können wir mal weiterziehen? Okay, dann können wir weitergehen, ja. Oder ist da ein Pfeil? War da ein Pfeil? Da ist ein Pfeil. Meiner. Da ist ein Zombie. Ja, der ist ja schon die ganze Zeit da. Hier sind so 2, 3 Zombies. Oh, es ich wird hätte wieder gedacht, hell. Da ist ein ja. Fall. Zack, Headshot. Na komm, Bautz, Bautz. Warum rennt der vor mir weg? Und warum der, rennt, der hier rennt zu dir hin. Und lässt sich vor mir schlagen. Wie geil ist das denn? So, Zombie vermöbelt. Warte, kannst du den anderen im Auto behalten? Ich würde ihn eben verbinden. Ja, ich mach den platt. Iiii. Wie geil die einknicken, ist das ekelhaft. Jetzt hätte ich ihm die Kniegelenke weggeprägt. Einknicken ist das ekelhaft. Okay, und ich habe voll Durst und voll Sauhunger. Also ich nehme jetzt jede Brombeere mit, die wir irgendwie unterwegs finden. Oh ja, ich muss auch noch schnell ein paar futtern. Weil bei mir steht schon Starving. Starving ist immer nicht gut, ne? Ach, ich habe ja 85 Brombeeren. Blackberries. Ja, sind doch Brombeeren, sind doch Blackberries, oder? Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das sind Handys. Blackberries, ja. Ach, da drüben in dem anderen Garten wären ein paar. Aber da müsste man dann rumlaufen. Okay. Wollen wir einmal rumlaufen? Oder guck mal, hier sind noch ein paar Büsche, da mal. Ja, das ist perfekt. Geh mal ins Büschchen. Guck mal, hier sind ganz viele. Dann guck ich mal ins zweite Haus. Die machen so geile Geräusche, wenn die springen. Verlauf mich hier die ganze Zeit. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich gerade bin. Oder? Oh, ich habe was gefunden. Was Roll Silas Beats. Was auch immer das ist. Ach, das ist Dosenfutter. Ah, das ist doch sehr gut. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Warum nicht? Ah, kein Platz mehr? Ich habe doch aber gerade... Ach, ich wollte gerade sagen, du hast ja in der Base ausgeleert wahrscheinlich. Ja, eigentlich ne? Ja. Boah, ich bin immerhin wieder Dosenfutter braucht aber 100 alleine. Ja, du kannst gucken, du musst einen Slot frei haben, aber du kannst die Sachen hin und her schieben, ne? Ich esse das jetzt einfach aus dem Schrank raus. Ja, richtig so. So, du bist in Haus 2, dann gehe ich in Haus 3, ne? In diesem gelben mit dem Sonnenschirmchen davor. Gut. Ich hoffe, das sind deine Schritte da. Na? Ja, ich hör keine anderen, also ich... Oh, hier steht hier noch ein Drucker, ne? Und... Der Computer ist noch heiler. Warum habe ich da nur noch einen Hunger in dem Spiel? Ja, ich finde das auch ein bisschen unrealistisch, wie schnell man hier verhungert und verdurstet. Also, oh, ich habe... Ah, cool. Ist wie bei mir im echten Leben. Ich habe eine Wasserflasche gefunden, die ist zwar leer, aber die können wir ja voll machen dann. Das ist ja nicht so schlimm. Und ein Paket Salz. Oh. Da kann man so ein Antiseptikum draus machen. Sehr cool. Aus Salz und Wasser. Und wenn du das mit Bandagen vermatschst, hast du ein Erste-Hilfe-Kit. Ich habe Immunbooster gefunden. Bitte? Was hast du gefunden? Immunbooster. Ja, die habe ich auch schon mal gefunden. Ich weiß nicht genau, wofür die sind. Ich habe einen Rucksack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht kannst du dann irgendwie rohes Fleisch eher essen. Ja, ich glaube, du kannst auch so Platz vergammelte so Sachen Rucksack. Dann essen. Das ist ja geil, oder? 1200. Mein ich habe 1000. Ich wieder da. Hallo. Hallo. Und auf welchem Platz bist du? Cool. Ich bin jetzt auf Platz 7. Also. Ah. Hast du deinen Rucksack jetzt gefunden? Ich habe einen Rucksack gefunden und der hat 1200 Plätze, ja. Oh, ich habe einen Hammer. Cool.
Aber ich kann ihn nicht mitnehmen. Dann muss ich hier mal den Stock droppen. Ich wollte gerade sagen, dropp doch den Stock. Aber der ist rot. Ich weiß nicht, ob man den noch großartig benutzen kann. Einmal. Ja, aber einen Stock findest du ja aber immer wieder. Aber den kannst du auch reparieren irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie. Weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Irgendeine Kreuzung angeguckt. Du bist noch in Haus Nummer 2, ja? Ja. Okay, dann bist du das. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich höre da auch jemanden. In dem Auto, was davor steht. Okay, das. Wie gemein ist das jetzt? Finde ich so coole Sachen. Ich habe eine Knarre und einen Hammer, aber die sind kaputt. Mal gucken nochmal, ob ich wieder Bären finde. Ach. Oh, weil sie rot sind, sind sie ja nicht kaputt. Ja, aber du kannst ja dann irgendwann nicht mehr... Ich dachte, dann wären die kaputt. Nee, die Haltbarkeit ist rot, ja. Oh Gott, einer schießt auf mich. Hi, hi. How are you? Ich glaube, wenn du über das Item rübergehst, wird dir, glaube ich, sogar die Haltbarkeit angezeigt. Okay, er sagt hi. Ich sag so, hi, how are you? Er schießt mich mit einer Schrotflinte. Ja, 660 von 2000, das geht ja noch. Das ist doch kacke, ey. Aber wir müssen aber auch keine grünen Sachen. Guck, ich komme dahin. Ich habe mir nur, ich musste wieder Bären sammeln. Oh, achso, das bist du. Ich wollte gerade schon auf dich einprügeln. Geh bitte nicht. Ich bin nur fast verhungert. Ich bin schon wieder am Starven, meine Energie. Kann man die Bären irgendwie teilen, also die Stacks? Ah, du kannst die Venya eh nur einzeln droppen. Das ist echt mühsam, ey. Jetzt bin ich immerhin wieder bei 5%. Ich muss das im Auge behalten. Ja, oder wir gehen nochmal runter zum Ufer und dann versorgst du dich da nochmal mit Bären. Ich bin guter Dinge, hier in den Gärten ist doch immer was, weißt? Also das geht schon. Wie der einen anfaucht und hier nur doof vorbeirennt, ja dann. Echt, ja. Okay, du gehst hier, dann gehe ich ins nächste Haus. Okay. Mach mal die Tür zu wegen den Zombie. Ach, die ist kaputt, ja, so ein Pech. Oh, jetzt kommt der auch noch nachgerannt, die dumme Sau. Das ist ja praktisch. Ich habe gerade rausgefunden. Der ist ja schon fast tot. Na dann. Den Gürtel muss man gar nicht ausziehen, um die Tasche zu machen. Nur Hose und T-Shirt. Ach, der ist doch nicht tot. Oh, ich habe ein Wasser gefunden. Das trinke ich jetzt. Oh nein, ich blute. Du, ich bin jetzt auch endlich. Und ich werde jetzt mal gucken, wo ich bin. Und werde mich mal auf dem Weg zur Stadt oben rechts machen. Ja, also hier scheint es auch mit dem Looten ganz gut zu gehen in der Stadt. Ne? Hier oben ist bestimmt kein Schwein. Ein Auto wäre vielleicht dann nochmal irgendwie ganz cool, aber... Ja, können wir ja nach also und nach uns dann besorgen. So nach und nach. Eine Frage am Rande. Wie schalte ich von der First Person... T. Wie Theodor. Ah, danke. Das war die erste Taste, die ich gesucht habe, als ich eingeloggt bin da das erste Mal. So... Oh, ich habe Antibiotika. Ah, das ist doch cool. Jetzt. Ich kann sie nicht nehmen, aber in die Hose. Okay, da ist nichts. Da muss das man schon auch echt genau gucken. Ich finde das so nett gemacht, dass dir die Sachen, die du durchsuchen kannst, einfach nicht so entgegenleuchten. Dass du wirklich genau gucken musst... Was ist jetzt hier anklickbar und was nicht? Und ja, finde ich echt ganz cool. Ja, das hatte ich auch. Unter der Picknickdecke habe ich wirklich ein Stück von der Machete rausgucken sehen. Und also ist schon echt übel. Wie heißt denn das Wasser, was ich schon trinken kann? Purified. Okay, ja. Dann trinke ich das jetzt mal. Dann kann ich Damakasch auch die Flasche geben. Ich habe nämlich noch ein anderes gefunden. Also ich habe zwei leere Flaschen, habe ich. Ach, hast du? Ja, wo ist denn jetzt hier die leere Flasche? Bist du in deinem Inventar dann rumfliegen? Ach, da. Ja, Empty Bottle, ja. Aber mitnehmen kann man die ja und dann packen wir die halt einfach in unsere Base rein, weißt? Da kannst du dann immer schön Wasser abkochen und dann hast du das da. Vor allen Dingen kannst du, wenn du da dieses Salz, das mischt und so Zeug, dann brauchst du die Flaschen dafür. Das bleibt da drin in den Flaschen. Oder wenn du daraus Saft machst, könntest du jetzt hast du es schon verbraucht, dein Wasser, ne? Sonst hättest du das Rezept entdecken können für Brombeersaft. Ach ja, ja gut. Ich kann ja demnächst mal. Ich hab ja noch eine volle Wasserflasche. Ich muss sie nur abkochen. Wobei, wir können ja kein Feuer machen ohne Axt. Doch, du kannst, wegen den Brettern meinst du. Naja, doch, du kannst doch Feuer, da gucken wir hier irgendwo in der Stadt. Da gibt's doch manchmal diese öffentlichen Feuerstellen, weißt?
super. Ich habe noch Spool of Twine gefunden. Can be used for crafting. Ich habe so die ganz starke Befürchtung, dass ich ganz unten links an der Karte. Achso, hast du die Map schon online gesehen? Das gibt online eine Map. Ja, habe ich. myh1z1.com. Da kann man dann immer ein bisschen gucken, wie man sich orientiert. Wenn du deine Koordinaten wissen möchtest, kannst du die im Chat mit /LOC für Location ab. Bist du da in dem Haus drin, in dem großen Blauen? Ja, ich Blauen? Bin in dem Haus, genau. Du bist auf der anderen Straßenseite. Ja, ich hole mir hier mal noch ein paar Beeren. Was will der Typ jetzt von mir? Oh, hier sind ja noch ein paar mehr. Die rennen jetzt zu dritt über die Straße, okay. Im Zweifel bist du gleich tot. glaube ja weniger, weil die haben alle irgendwie keine Waffe in der Hand. Ist da unten jetzt runtergegangen, ne, Mina? Dann ja. Da nämlich auch mal hin. Oh, die schießen mit dem Bogen. Ah ja, okay. Ich sehe dich da an der Tanke oder was das ist. Okay. Ja, hier ist noch eine leere Flasche. Also, oh, ich habe ein Fernglas. Ah, siehst du, gibt's ein Fernglas. Aber ich habe keinen Platz dafür. Oh nein. Ja, irgendjemand kommt hier. 100, ach, das bist 100 du. Slots, ich bin das nur. Ich habe noch durch den Rucksack Platz, wenn du dir irgendwas anderes rausdroppst. Gib mir doch die leeren Wasserflaschen einfach. Dann nehme ich die leeren Wasserflaschen mit ins Haus. Dann kannst du das Fernglas aufnehmen. Das hat 100. Da kann ich fast, muss ich fast alles. Warte mal, kann ich das hier hochschieben? Zwei Wasserflaschen reichen. 150. Ja, also wenn du mir der Sachen, wie gesagt, gibst, dann... Okay. So, wie benutze ich denn das jetzt? Also ich habe jetzt nur eine Wasserflasche bei dir droppen sehen. Ja, ich habe auch nur eine. Das andere habe ich rumgeschoben. Okay, alles klar. Und ich muss jetzt dringend wieder was essen. Nein, ich habe nicht. Jetzt erstmal was zu essen. Ah, da vorne sind ganz viele Bären. So. Kann ich jetzt Bären einsammeln und dann passt das schon. Ach, das ist ja auch schön hier mit dem Steg. Leck. Das gefällt mir ja. Okay. Irgendwie ist die Nacht doppelt so lang wie der Tag. Das kommt mir auch so vor. Aber, ich glaube, wenn du in so einer Welt bist, für die Koordinaten. Slash-Lock mit CM. Lock. Okay. Zeigt er mir nichts an. Enter davor drücken, ne? Damit du im Chat schreiben kannst. Ja, ja. Also, X2527 und Y430, also 34. Ich glaube aber, Y ist die Höhe. Ja. So, du bist gegenüber bei den ganz vielen Bärenbüschen warst du eben, oder? Ich war genau, in der Tankstelle. Genau, da bin ich. Ich musste. Jetzt bin ich wieder bei 20%. Jetzt kann ich wieder ein bisschen suchen. Ich musste erstmal was essen. Das ist etwas mühsam. Da steht ein Auto. Ich bin jetzt vor der Tankstelle auch. Ach, warte, ich bin jetzt bei den Bärenbüschen. Hä, hey, aber ich hab dich gar nicht gesehen. Fast tot auch. Ich kann den Zombie jetzt leider nicht kaputt hauen. In der Tankstelle ist nix. Doch, vor der Tankstelle, da ist ein Zombie. Ja, aber ich meine zum Reingehen. Warte mal. Aber ich sehe dich gar nicht. Hast du das Auto ausprobiert? Ich gehe mal zum Fluss runter. Aber ich stehe jetzt vor der Tankstelle. Warte, ja, ich bin, da ist ein Zombie, der rennt mir hinterher, weißt du? Und ich habe nur noch 39 Health. Ich will das Risiko nicht eingehen, mir von dem die Blutung einzufangen. Der ist schon weg. Also der läuft dir nicht mehr hinterher. War das im Zweifelsfall einfach den Stromleitungen folgen, oder? Na, es rennt er mir hinterher. Im Zweifelsfall, ja. Ah ja, gut. Okay, naja, gut nicht, aber kann ich nochmal essen. Also wir sind in dieser Ponquito Chito Enchilada Stadt. Also oben rechts. Ja, super. Wenn das oben rechts ist, ja. Also denke ich, das ist ja die, glaube ich, die einzige Stadt, die da ist, ohne die nicht bezeichnet ist auf der Map. Ja. Wer kam denn da jetzt?
glaub, der Elvis Bayer ist hat die Bude betreten. Aha. Der Bayerwald. Tachchen. Hallöchen. Wo bist du denn jetzt, Mina? Immer noch bei der Tankstelle. Okay, dann laufe ich da jetzt einen Bogen und dann können wir... Ich habe eine Karte gefunden, da ist die Map auch benannt, das ist oben rechts definitiv. Oben rechts, alles klar. Na, das ist doch perfekt, weil das sollten wir dann in die Gruppe tun, weißt, für diejenigen, die das nicht mitgekriegt haben, dass wir uns jetzt häuslich niederlassen, sozusagen. Ach, habt ihr was gefunden, oder was? Oh, es gab auf Klos. Anchito Tankito. Ah, das ist cool. Das, da kann man dann auch, kannst du einen Feueranzünder basteln und so. Da kannst du zum Craften einige Rezepte rausholen aus den Klamottenfetzen. Feuerbohrer, ja. Peter, bist du in der Warteliste, Bayer? Oh Mann, ey. Ich discover quasi. Lebst du noch? Okay. Wo wollen wir lang? Ach so, okay, alles klar, alles gut. Ja, ich würde sagen, wir könnten jetzt theoretisch, also wenn wir jetzt hier hochgehen, nehmen wir die Häuser auf der linken Seite erstmal. Hier so. Oder? Ja, ist ja echt wurscht, in welcher Reihenfolge wir das machen, aber ich glaube, fangen wir da an. Aufnahme? Ja. Seid ihr in der Aufnahme? Ja. Ja, okay. Das Haus, okay. Da habe ich das nächste wieder. Ey, wir werden voll die Plünder. Ich kann nur leider gleich nichts mehr plündern. Ich bin so gut wie voll jetzt. Ja, wenn du was Cooles noch findest, dann sag Bescheid, dann sammle ich das ein. Weißt, wenn irgendwas ist, was wir unbedingt... Und dann können wir ja zur... Dann können wir ja zur Base zurückgehen. Ja, wobei, das abladen. Zeug klauen die ja dann, ne? Wasser vielleicht das, abkochen. Dann muss ich mal gucken. Ja, aber da können wir, ja da in Ruhe dann unser Wasser abkochen, solche Sachen gucken, ob wir da irgendwie was möglichst, vielleicht kriegen wir ja ein paar Truhen, wären ganz cool. Ich glaube, die kannst du mit der Faust auch kaputt machen. Da würdest du auch Holzbretter draus kriegen, dann braucht man nicht unbedingt eine Axt. Huch, was stehst du denn jetzt hier drin? Also, falls jemand nachher noch Bedarf hat, ich habe noch ein Combat Knife über. Ah ja, sowas ist sehr gut. Ich habe noch mal Salz gefunden. Combat Knife klingt doch gut. Oh, was ist das denn? Oh, Bohnen. Bohnen, die sich lohnen. Die esse ich auch gleich. Der Zombie ist ja geil. Steht bei hier im Wohnzimmer, lässt sich von mir zu Boden schlagen. Ich renne raus und dann watschelt er irgendwann 2 Sekunden später hinterher. An mir vorbei. So ja, schlau sind die nicht. Okay. Ich bin hier gerade an so einem Strommast vorbeigekommen. Da hat einer wirklich unterm Strommast seine kleine Hütte gebaut. Das ist auch cool. Weil der Strom wieder geht, ist er der Erste, der es mitkriegt. Ah, hier gibt's aber... Ah doch, hier geht's noch hoch. Ich bin jetzt auch noch oben. Also ich bin auch noch mal oben gucken. Aber Salz habe ich bis jetzt nur als einziges gefunden, wo ich sag, hurra. Oh, Multivitamine. Ah, cool. Okay. Auch. Alles. Und hier in der Stadt sind gar nicht so viele unterwegs. Das bestimmt. Aber hier waren eben sau viele. Hier war ja auch der Typ, der dich eben kaputt geschossen hat, ne? Aber ja, jetzt ist hier ruhig. Halt nichts. Ne? Guck mal, ich habe eine All-in-One Cold Medicine gefunden. Das ist doch auch gut. Die kann ich mir auch eigentlich gleich mal einwerfen, weil bei mir ist nämlich All-in-One 41% Health. Da muss man eben auf der Karte gucken. Ich glaube, wenn man sich voll frisst, dann steigt die Energie wieder, ne? Ja, aber dazu brauchst du erstmal genug Zeug, ne? Also das hat jetzt keine Dings regeneriert, kein Held. Das ist ja gemein, okay? Wie der Zombie jetzt versucht, durch die Tür zu kommen. Haha, Idiot. Och, oh nein, jetzt kommt da wieder einer mit einer Axt an. Not me. Zum Glück habe ich mich gerade voll gefressen. Ich kann auf jeden Fall länger laufen, ey. Ich habe ein T-Shirt gefunden, oder? Was ist das hier oben? Kann man irgendwie nach hinten gucken? Nee, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee. Also kamerafrei bewegen ist, wenn du Alt drückst und die Maus bewegst, aber das macht sich beim Laufen halt ein bisschen kacke. Ah, doch, das geht. Ah, gut, ja? Der ist weg. Ja. Perfekt. Der war bestimmt geil auf meinem Rucksack. Ja, wahrscheinlich, ne? Weil ein Rucksack ist schon auch, ist ja was Cooles, also...
Ja, auf jeden Fall. Hier ein T-Shirt oben drauf auf der Kommode. Oh, da mal, hier sind in der Mülltonne ist noch ein Fernglas. Oh, warte, ich komm. Bin hier oben sowieso fertig. Okay. Hab ich wieder nur 35 Energie, ey. Bist noch in dem. Ach, da bist hier du. Hier in der. Okay. Der ist rot, bei mir ist der gelb. Ja, der ist auch gelb. Der sah von Weitem aber Sarah aus wie rot. Kann ich das mal? Hast du, ich weiß nicht, wie man das benutzt. Fernglas? Vorsicht, Zombie. Das macht man bestimmt. Der Zombie, bitte. Hast du es denn? Hier. Warte, ich guck mal. Erstmal. Ja, ich hab's. Ich pack's mal in den Slot. Okay, ich hab's jetzt auf Slot Nummer 3. Wir müssen erst ein Stück weglaufen. Warte, ich geh jetzt hier erstmal. Hier am besten hier über den Zaun, da kommt er ja, glaube ich, nicht drüber. Ja, stimmt. Zombies sind hier ein bisschen. Genau. Und gleich Bären sammeln noch. So. Oh, also doch, der kommt darüber. Ich guck mal. Na gut, dann machen wir jetzt zum Folgenende noch ein bisschen Zombie-Action. Ah, das ist cool. Hä? Das ist cool, das Fernglas. Wie geht das denn? Like. Du packst dir das. Also ich habe das jetzt dahin, wo der Stock war. Einer von den Stöcken, ne? Als Secondary habe ich das jetzt. Dann hast du das ja in deiner Shortcut. Leuchtest den Zombie an. So gut. Ach, Gott. Der hat mich schon wieder gekriegt. Da geht mal einmal Kaffee holen, jetzt steht er gerade. Eine Stunde 39. So. Wusste ich auch nicht. Und dann kannst du, wenn du das in deinem Slot hast, dann kannst du einfach... 103. Schießt schon wieder einer? Oh nein. Ich bin 105. Oh nein, ich auch. Ja, ich kann... Pfeil hin. Oh scheiße, ich blute. Oh, die Wichser. Oh, ich bin auch so gut wie tot, ey. Scheiße, fick die Henne. Nein, und ich bin gleich da. Halte durch. Ja, wir sollten uns am besten jetzt gleich hier irgendwie links gleich abbiegen in die Gärten. Hinten an den Fluss. Ja, ach, du lebst auch noch. Noch ja? Lebe ich, okay, wollte okay, mich okay. Gerade verbinden eigentlich. Ja, ich habe jetzt auch noch 8% PZ, ey. Ich traue mich gar nicht umzudrehen. Ich glaube, die sind nicht weitergekommen. Wir müssen auch Folgenende machen, ne? Ja, wir machen jetzt ein voll actionreiches Folgenende. Verfolgungsfolgenende. Und ja, im nächsten Part schauen wir mal, was wir da machen, was passieren wird. Es bleibt spannend. Danke fürs Zuschauen. Ich komme und rette euch. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Ciao.